Hallo und herzlich willkommen, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurern und es gibt ein neues Tutorial zu dem Thema Möbel richtig bekleben. Wir haben in unserem Abrisshaus, das wir bezogen haben in Schweden, das ist ein arktisches Überlebensprojekt, was wir da gerade tun, haben wir von Folienherstellern Folie gesponsert bekommen und haben die auch dementsprechend verarbeitet, sodass ihr auch von unseren Erfahrungen partizipieren könnt, machen wir heute ein Step-for-Step-Tutorial, sodass ihr genau wisst, wie ihr die Folie am besten auf die verschiedensten Möbelstücke anbringen könnt. Doch zunächst wollen wir einmal schauen, was wir alles zum Folieren benötigen. Als allererstes brauchen wir ein Möbelstück, das wir aufhübschen wollen. Macht euch keine Sorgen, egal wie schrecklich die Oberfläche zuvor aussieht, man kann aus jeder Oberfläche noch etwas richtig Schönes zaubern. Das erste, was ihr an eurem Möbelstück, das ihr folieren möchtet, kontrollieren solltet, sind die Scharniere noch intakt, ist der Möbelrahmen noch intakt, sodass es sich wirklich lohnt, eine Folie aufzutragen. Bei der Folie selbst, bevor ihr die im Onlinehandel oder auch bei eurem Handwerker oder Baumarkt bestellt, solltet ihr zunächst darauf achten, was möchte ich beim Folieren erreichen. Schaut euch euer Möbelstück an, macht euch eure Gedanken, geht in die Kreativität und schaut, welche Farbe, welches Muster würde dieses Möbelstück aufwerten, sodass es wieder nobel, edel und auch teuer wirkt. Das haben wir natürlich auch gemacht und haben uns für eine Folie entschieden, die ich euch als erstes einmal zeigen möchte. Das ist ein schönes Holzmuster und damit wollten wir unsere Küche neu verkleiden. Bei den Folien müsst ihr zunächst darauf achten, wenn man günstig kauft oder besser gesagt billig kauft, kauft man zweimal ein. Denn ihr werdet mit dieser Folie überhaupt keine Freude haben. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Arten von Folien. Es gibt sehr, sehr dünne, die bekommt man meistens in Baumärkten oder auch im Onlinehandel, überall, wo man denkt, ah, da könnte ich Geld sparen. Aber ganz ehrlich, in der meisten Zeit spart man sich eben kein Geld, sondern man bekommt dafür ganz, ganz viele tolle Geschenke in Form von es nervt mich, ich pfeffer es gegen die Wand, es regt mich einfach auf. Also, bei der Folie selbst. Die Folie selbst braucht eine gewisse Grunddicke. Wenn ihr mit eurem Zeigefinger und mit dem Daumen darüber fahrt, soll eine gewisse Inflexibilität da sein. Bei den ganz dünnen Folien, die kann man sehr häufig im Sortiment für 3 bis 5 Euro finden, für den Quadratmeter, dann merkt man schon, die Qualität ist nicht so gut. Punkt Nummer 2, es sollen an sich sogenannte Luftkammern in der Folie mitverarbeitet sein, also das kann man abfragen beim Hersteller und dann ist sie nämlich viel leichter zu verarbeiten. Das bedeutet, wenn ich sie auf meine Fläche auftrage, auf mein Holz oder auf mein Kunstholz auch, dann ist es so, dass sich ganz, ganz wenige Blasen nur bilden können. Habe ich diese Luftkammer nicht, kann ich zu 100% garantieren, werdet ihr Blasen ohne Ende haben. Also Qualität ist für euren Arbeitsprozess mit das Wichtigste. Das ist das A und O. Danach ist eigentlich alles relativ leicht. Ihr braucht nur 1, 2 Grundtechniken und schon funktioniert alles wie zuvor. Ein weiterer wichtiger Faktor, um euch die Arbeit leicht zu machen, ist das Muster, das ihr hinten auf der Folie findet. Wenn hier die Zentimeterangaben schon eingezeichnet sind, dann könnt ihr euch beim Abmessen später für die Folie an sich kaum mehr vertun. Und es ist wirklich kaum etwas störender,
als wenn man sich um 5 oder 10 cm vermisst und man danach einen Verschnitt von einen Meter oder 2 Meter sogar, wir hatten sogar mal 2 Meter Verschnitt für eine Türe, einfach weil man sich um 2-3 Zentimeter vermessen hat. Was ihr als nächstes benötigt, ist eine gute Schere. Je schärfer die Schere ist, desto besser, umso genauer könnt ihr in einer geraden Linie schneiden. Jedes Mal, wenn ihr nicht in einer geraden Linie schneidet, habt ihr mehr Verschnitt und müsst somit mehr einkaufen, was für euch wieder mehr Ausgaben bedeutet. Die Hauptarbeitselemente sind die verschiedenen Rakel. Also die Sachen, was ich gerade in der Hand halte, nennt man Rakel. Wenn man eine Folie aufträgt, rakelt man mit dem Rakel über die Folie. Es gibt da unterschiedliche Formen. Es gibt gebogene Formen. Es gibt sehr stark gebogene Formen, auch die Kanten nach vorne, die abgerundete Variante und auch die gerade. Was sehr, sehr besonders ist, ist, wenn ihr noch einen Filz über den Rakel kleben könnt. Warum ist das so wichtig? Wenn ihr einen Filz über den Rakel habt, könnt ihr kaum Löcher in die Folie stoßen. Es gibt nichts Nervigeres, haben wir alles erlebt, deswegen haben wir uns mit der Zeit verbessert. Du fährst über die Folie, es ist eine Kleinigkeit, da ist ein Sandkorn, da ist eine Unebenheit auf dem Holz oder der Lack ist nicht richtig aufgetragen gewesen auf dem Möbelstück. Man bleibt hängen und man stößt mit der scharfen Kante, wie jetzt zum Beispiel hier oder hier, deswegen gibt es ja auch abgerundete Kanten, stößt man ein kleines Loch in die Folie. Wenn ihr das verhindern wollt, ist es besonders wichtig, dass ihr euch einen Rakel besorgt. Die gibt es auch im Internet, das verlinken wir euch auch, wo eben ein Filz oder ein Leder aufgetragen wird, sodass ihr keine Löcher in die Folie stoßen könnt. Ganz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, der genauso wichtig ist, ist eine rasierklingenscharfe Klinge. Je schärfer das Messer ist, desto besser. Wenn ihr die Kanten schneiden müsst und ihr ansetzt, ist es unverzichtbar, dass dieses Messer scharf, scharf und nochmal scharf ist. Wenn die Klinge nur ein ganz kleines bisschen schon an Schärfe verloren hat, schneidet ihr kleine Wellen in die Folie und anschließend schließen sich die Schubkästen nicht mehr richtig und die Folie steht wieder auf. Ihr wollt ja nicht die ganze Folie auf die Schubläden aufbringen und wenn ihr sie dann verschließt, steht sie wieder auf und es sieht hässlich aus. Deswegen kauft euch gleich 10 Ersatzklingen und wechselt so bald als möglich permanent die Klinge oder brecht sie ab, sodass ihr wieder ein neues Stück habt. Ihr braucht einen Heißluftföhn und der sollte so einstellbar sein oder so variabel einstellbar sein, dass ihr zwar ordentlich Power habt, aber dass es nicht zu heiß wird, sodass die Folie schmilzt. Also das gesunde Mittelmaß ist auch hier wieder das Optimum. Um die Oberfläche vorbereiten zu können, ist es ganz wichtig, dass ihr einen Reiniger habt. Einen Spezialreiniger, einen Flächenreiniger. Der sollte auf Alkoholbasis sein, denn Alkohol verflieht sehr, sehr schnell und somit könnt ihr dann gleich anschließend die Fläche verkleben. Wenn ihr also den Alkohol auftragt, ist es wichtig, dass der noch so kleinste Staubpartikel oder die letzte Unebenheit auf eurer Fläche mit weggeputzt wird, sodass eben für euch nichts an Unebenheiten später in der Folie sich abdrücken kann oder dass ihr mit dem Rakel daran hängen bleibt. Deswegen einmal abwischen, genau drüber schauen, mit der Hand drüber fühlen, sind noch irgendwelche Unebenheiten, muss ich noch irgendetwas verändern. Wenn ihr die Fläche so weit vorbereitet habt, kommen wir dann zu der ersten Kunst, wie trage ich die Folie richtig auf? Wie kann ich eine Kante leicht und locker erstellen, sodass sie auch für einen Anfänger
gut und leicht möglich ist. Der nächste Schritt, den wir uns jetzt genauer ansehen wollen, ist das Aufbringen der Folie. Es ist an sich selbst sehr, sehr einfach, aber es kann auch sehr, sehr schwierig sein, je größer die zu beklebende Fläche wird. Wenn man zum Beispiel ein Türblatt, Fensterbänke, ganze Zimmerwände beklebt, also alles, was wir gemacht haben, also wir haben Fenster, wir haben Türen, wir haben Fensterbretter, wir haben teilweise gummierte Wände beklebt auf 1,50 m x 2,20 m, dann wird das Aufbringen ohne Blasenbildung schon eine hohe Kunst. Aus diesem Grund wollen wir uns auch das Aufbringen der Folie ganz genau ansehen. Zunächst löst ihr die ersten 10 cm der Folie ab. Dazu fahrt ihr mit dem Fingernagel zwischen die Folie, hebt die ganz leicht ab, nehmt die Folie, zieht sie leicht nach hinten und schaut dabei, dass sich so wenig Falten und Kanten wie möglich bilden. Wenn ihr die Folie zurückgezogen habt, 10 cm, das könnt ihr gut an diesen Quadraten erkennen, dann drückt ihr die Kante erst einmal mit beiden Fingern gerade an. Wenn ihr das habt, dann hat sich die Folie schon entspannt. Und es ist ganz wichtig, dass ihr sie eben locker und leicht auftragen könnt. Wenn ihr dann noch die kleinen Luftkammern habt, die Luftkammern erkennt ihr daran, dass kleine Querlinien und also einmal Querlinien rechts und einmal links drauf sind. Dadurch kann die Luft leichter nach außen rausfließen, wenn ihr dann ragelt. Wenn ihr die Folie abzieht und ihr seht keine Rillen in der Folie, dann hat die Folie auch keine Luftkammern, um eben, dass sie leicht aufgetragen werden kann. Ihr nehmt nun mit beiden Händen die Folie an der Außenseite, sodass ihr nicht in das Klebematerial greifen müsst, weil wenn ihr mit euren Fingern auf die Folie greift, kommt das Fett der Finger auf die Folie und damit klebt die Folie an den Kanten nicht mehr gut. Deswegen ist es wichtig, nicht in die Folie zu greifen, sondern seitlich. Ihr dreht dann einmal die Folie um, greift nach oben, spannt die Folie ein bisschen wie ein kleines U, nehmt die Folie und drückt sie leicht an. So, wenn ihr das einmal habt, ich hole nur kurz meinen Radl, wenn ihr das einmal habt, dann könnt ihr euch Zeit lassen. Ganz, ganz wichtig beim Folieren, euch stresst nichts. Die Folie klebt in einer Stunde noch, in zwei, in drei, in vier, auch in zwei Tagen noch. Ihr müsst nicht hektisch werden. Ihr könnt in aller Ruhe arbeiten. Der Nachteil beim Aufbringen ist, wenn ich einmal fest gerakelt habe, dann ist es unheimlich schwer, die Folie wieder abzuziehen und eine Veränderung vorzunehmen. Das zeige ich euch gleich nochmal, aber erstmal, wie mache ich es richtig? An der äußersten Kante, ca. 2 cm, bevor ihr an den Rand der Folie seid, einmal kurz anstreifen. Und so streift ihr eine Linie einmal rüber. Und dann, weil ihr die Luft in diese Seite jetzt rausschieben wollt, weil hier habt ihr ja die anfängliche Linie gezogen, wo ihr die Folie festgeklebt habt, geht ihr jetzt in die Richtung des abgezogenen Papieres und drückt die Luft nach hinten raus. Dazu habt ihr den Rakel ungefähr in einem 20 bis 30 Grad Winkel. Je gerader ihr den Rakel stellt, desto schlechter könnt ihr auch rakeln. Also man kann, oder was die beste Technik für mich persönlich geworden ist, die Finger leicht aufliegen, dabei einen Handschuh tragen, weil wenn du keinen Handschuh trägst und
Du verbrauchst ähnlich viel Folie wie wir. Also wir haben ca. 80 Quadratmeter Folie in dem Haus verbaut. Dann hast du irgendwann offene Finger. Also Handschuh an. Ist es auch viel besser für die Folie, weil eben kein Fett an die Folie kann. Ihr könnt hinten mit den Fingern ein bisschen aufliegen und nach unten runterragen. So, wenn ihr das habt, dann ist die Folie erstmal schön an das Holz angeglichen. Jetzt wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, was ist, wenn ich mich verklebt habe. Jetzt muss ich das natürlich ablösen und ihr merkt schon, es ist richtig, richtig schwierig, das eben wieder runterzuziehen. Beim Abziehen ist es wichtig, dass ihr das Abziehen langsam tut. Je schneller ihr abzieht, desto eher spannt ihr die Folie. Dadurch verändert sich die Form der Folie und desto schwieriger wird es später, die Folie wieder aufzutragen. Also auch bei diesen Schritten langsam und sorgsam arbeiten. Langsames Abziehen führt dazu, dass ihr die Folie so wenig wie möglich verändert, sodass ihr wieder sie anschließend bestmöglichst verarbeiten könnt. Wenn wir mal ein Stück nehmen und es abziehen, immer am besten ist es von einer Ecke anfangen und dann nach außen reinziehen. Bis dahin. Wenn wir sagen, wir haben jetzt die gute Position wieder gefunden, da hier alles angeklebt ist und hier nicht, rakeln wir in diese Richtung. Immer, wo die Fläche verklebt werden soll, bestmöglichst rakeln. Und einmal noch nach vorne. Jetzt ist ja die große Frage, wie geht es dann weiter? Mit der Hand greife ich jetzt unter die Folie. Nehme das Blatt Papier, was auf die Folie gekommen ist, und ziehe es ein kleines Stück nach hinten, ca. 2-3 cm. Wenn ihr euch noch unsicher seid, nehmt 1 cm. Wenn ihr euch schon sicher beim Rakeln seid, dann nehmt 2, 3. Teilweise, auch wenn es gute Folien sind, könnt ihr bis zu 5 cm gleichzeitig rakeln. Ihr nehmt jetzt wieder den Rakel, gleiche Position. Und ihr drückt die Folie an. Was ist, wenn jetzt eine Blase in meine Folie gekommen ist? Es gibt jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diese Blase entfernen könnt. Ihr könnt entweder die Folie noch einmal ablösen und sie wieder festrakeln und darauf vertrauen, dass diese Blase sich nicht noch einmal bildet. Sich die Folie aber auch nicht so arg verzieht, dass noch mehr Schaden entsteht. Oder ihr nehmt eine Nadel oder euer Cuttermesser, das eine sehr schmale Spitze nach vorne ausgerichtet hat. Ihr schneidet mit einem ganz kleinen dezenten Schnitt in die Folie, also in die Blase. Und drückt mit der runden Kante, mit dieser runden Kante, drückt ihr die Luft aus der kleinen Blase heraus. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr danach den Schnitt sehen werdet. Da die Folie genau auf der Schnittkante wieder überlappt, verschließt sich der kleine Schnitt so gut, dass ihr ihn nicht mehr oder kaum mehr erkennen könnt. Ihr sollt natürlich keine großen Linien hineinschneiden, sondern nur ein kleines Löchlein von oben rein pieksen. Damit könnt ihr alle kleinen Luftkammern, auch wenn ihr am Anfang noch nicht perfekt seid, umgehend wieder lösen und zu einer glatten Oberfläche rageln. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Es kann wirklich jeder. Ihr müsst keine Angst haben. Es kann jeder. Wenn wir das geschafft haben, schafft ihr das auch. Wir kommen jetzt nun zu dem wohl anstrengendsten Part. Es ist nämlich, wie mache ich eine Kante? Und hier haben wir verschiedenste Techniken uns in verschiedensten Tutorials angesehen.
Und wir haben beschlossen, es gibt eine einzigste, die A einfach ist, B funktional und C an sich so gut aussieht, dass sie keiner von einer Profikante unterscheiden kann. Und genau diese einfache Kante wollen wir euch jetzt zeigen. Wenn ihr jetzt nun an die Ecke angekommen seid, benötigt ihr zum einen das Cuttermesser, ihr benötigt den Rakel und ihr benötigt den Heißluftföhn. Zunächst zieht ihr die Folie vom Papier ab und lasst sie erst einmal nach unten hängen. Wenn ihr nun die Folie abgezogen habt, könnt ihr zunächst einmal um die Kanten mit dem Finger etwas andrücken. Ihr seht nun genau an den Schatten, wo sich der Holzrahmen befindet. Das ist später für das Anbringen der Kante sehr, sehr wichtig. Ihr nehmt dann euren Heißluftföhn, am besten einen Handschuh, und ihr könnt dann leicht die Kante anstreichen. Man kann das mit dem Rakel machen, das benötigt aber Fingerspitzengefühl. Ich persönlich würde raten, einen Stoffhandschuh anzuziehen und es lieber mit dem Stoffhandschuh zu machen. Jetzt wird es kurz laut. Vorsicht! Was ihr nach der Heißluftbehandlung schon sehen könnt, dass die Kanten sehr schön nach unten fallen. Das ist ganz wichtig, wenn ihr die Kante erstellen wollt, dass ihr der Folie die Starrigkeit nehmt, sodass die Folie nach unten fallen kann. Wenn ihr das habt, müsst ihr euch jetzt nun entscheiden, in welche Richtung ihr die Kante schneiden wollt. Um es euch etwas leichter zu machen, und das würde ich euch raten, schneiden wir zunächst mit der Schere oder dem Messer, später, wenn ihr besser seid, natürlich mit dem Messer, schneidet ihr erstmal den Überstand, also vom Holz nach unten gemessen zur Folie, circa 5 cm ab. Normalerweise solltet ihr das mit der Schere am Anfang schneiden, wenn ihr besser geworden seid. Könnt ihr auch den Cutter nehmen. Ich nehme jetzt mal einmal den Cutter für die Schnelligkeit. Die Reste einfach an die Seite kleben. Ihr könnt jetzt schon sehen, wenn ihr ein bisschen nach unten zieht mit eurer Hand, dass es jetzt eine schöne Kante ergibt. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, in welche Richtung ihr die Kante verlegen wollt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr euch zunächst entscheidet, wohin eure Kante fallen soll. Dazu spannt ihr noch einmal eure Konstruktion auf und guckt ganz genau, wo euer Eckpunkt ist. Also ihr seht hier ist ganz genau euer Eckpunkt. Von diesem Eckpunkt solltet ihr eine kerzengerade Linie ganz leicht mit einem oder zwei Grad in die rechte Richtung schneiden. Also, ich mache das jetzt genau zur Zuschauerposition, sodass ihr selber alles sehen könnt. Normalerweise schneidet man nach innen und nicht nach außen. Also ihr selber zu Hause
Ihr schneidet nach innen. Ist viel leichter. Aber ich schneide jetzt einmal nach außen. So. Ihr habt jetzt nun zwei verschiedene Abteilungen. Ihr habt eine längere Abteilung und eine kürzere Abteilung. Zunächst verklebt ihr immer die längere Abteilung. Das ist einfach der Faustformelsatz. Immer das längere als erstes verkleben. Ihr geht nun mit eurer Hand, greift die Folie von unten, zieht sie nach unten und rakelt dann die Folie an. So. Wenn ihr die Folie jetzt nun angerakelt habt, nehmt ihr die zweite Folie und gebt sie ganz leicht nach oben, streift sie mit dem Finger an und klebt die Kante nach innen. Ihr habt jetzt schon die erste Ecke und hier solltet ihr 1 Zentimeter nach innen gehen, nach unten schneiden und den Rest abziehen. Also wieder ganz einfach. Ihr klebt nun die zweite Kante darüber, zieht sie nach unten und rakelt sie an. Bis jetzt noch ganz einfach. Wenn ihr umschlagsmäßig es verbauen möchtet, müsstet ihr noch eine weitere Stufe einführen. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt nur zur Erklärung, wenn es zum Beispiel eine Schublade wäre, würdet ihr jetzt das Cuttermesser ansetzen an der unteren Kante, direkt auf das Holz drücken. Also ihr drückt gerade das Messer von unten an, nehmt die Finger als Führung und schneidet dann die Folie ab. Ganz, ganz einfach. Ihr geht ran und schneidet dann die Folie ab. Machen wir jetzt gerade noch nicht, erst im zweiten Durchgang. Ich will euch noch eine zweite Technik zeigen. Dazu müssen wir nochmal die Folie ablösen. Und wir schauen uns das gleich nochmal an. Wir kleben sie kurz einmal nach hinten, dass sie fest ist. Das könnt ihr auch machen. Hier seht ihr noch die kleinen Rillen. Das sind die Luftkammern, um eben die Luft nach außen rausbringen zu können. Sodass ihr umschlagen könnt, müsst ihr diese kleine Kante entfernen. Dazu schneidet ihr nach unten. Und ihr könnt nun, um eine saubere Außenkante der Schublade auch noch mitzuhaben, einfach nach innen um. Das könnt ihr natürlich noch genauer machen, indem ihr jetzt eure Holzplatte umdreht. Ihr schneidet auf 1 Zentimeter ab und legt die andere Seite noch mit oben drauf. Kann man ganz genau machen, wenn man das machen muss und wenn man das braucht. Auf dieser Seite wollen wir euch jetzt zeigen, wie ihr am besten die Folie exakt an der Holzkante abschneiden könnt. Ich mache das jetzt wieder mit links, auch wenn ich Rechtshänder bin, aber so, dass ihr am besten sehen könnt. Ihr legt das Messer direkt auf die Holzkante, presst es mit dem Zeigefinger nach oben, legt den Daumen oben auf dem Messer an und der Fingernagel streift an dem Holz entlang, sodass ihr die bestmöglichste Führung habt. Der Winkel des Messers sind circa
Ja, ca. 30 Grad. Und dann zieht ihr in einem Zug, zieht ihr entlang und schneidet den Überstand ab. Wenn ihr das alles berücksichtigt, ist es absolut einfach, verschiedenste Schubläden, Möbel oder ähnliches zu bekleben. Ein weiterer Punkt, der noch besonders wichtig ist, ist die Kante selbst. Wenn die Kante etwas zu hart ist, dann ist es bei Spezialfolien, also bei etwas dickeren Folien, kein Problem, etwas mit dem Rakel auf die Kante zu gehen und sie rund zu formen, sodass man sich an ihr nicht stoßen oder verletzen kann. Wenn ihr das noch berücksichtigt, habt ihr die perfekte Möbelkante, sodass keiner ersehen kann, dass dies ein foliertes Möbelstück ist. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Folieren und wir zeigen euch noch kurz in einer Übersicht, was wir alles foliert haben und wie das alles vonstatten gegangen ist. Wir haben auch alle unsere Türen foliert. Die hatten teilweise sogar Löcher. Die haben wir mit Spachtelmasse verputzt, abgeschliffen und auch mit dem Flächenreiniger wieder sauber gemacht, sodass wir gut bekleben konnten. Die Königsdisziplin des Türbeklebens wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist das Bekleben einer Tür mit Glaseinsätze. Wie haben wir das gelöst? Die normale Tür ist relativ einfach. Ihr habt einfach wieder Ecken. Ihr beklebt einmal die Ecke auf die eine Seite und von der anderen Seite kontert ihr einfach mit einer geraden Platte, die hier endet. Hier gibt es bei Türen mehrere Überlegungen. Wenn ihr einmal die Kante umgeleimt habt, dann müsst ihr euch zunächst die Frage stellen, in welche Richtung möchte ich meine Umleimung erzeugen? Und warum ist es wichtig, genau die Umleimung in dieser Richtung auszuführen und eben nicht in der anderen? Ich kann mich für zwei Seiten kann ich mich entscheiden. Ich kann mich einmal für diese Seite entscheiden und einmal für diese Seite entscheiden. Wenn ich für diese Seite mich entschieden habe und ich schließe die Türe, dann kann die Folie nicht sich aufspleißen, weil es an der Türzarge hängen bleibt. Aus diesem Grund ist es grundsätzlich so, dass die Außenseite zur Innenseite hereingeklappt wird, sodass das Hineinschlüpfen der Tür in die Türzarge grundsätzlich die Folie nicht zum Aufstehen bringen kann. Wenn ihr also eure Folie jetzt von außen nach innen hineingeleimt habt, also festgeklebt habt, dann kommt die zweite Schicht einfach nur noch gerade auf die Tür und somit ist die Tür ohne Fenster schon fertig. Was aber ist, wenn ihr jetzt auch noch Fenster in eurer Türe habt, wie wir? Dieses hatten wir Gott sei Dank nur bei einer Tür, ansonsten hätte ich mir alle Haare ausgerauft. Die Schwierigkeit besteht darin, zunächst den Einsatz des Glases extra zu lackieren. Also die Türen waren bei uns unlackiert, wir haben dann den Rahmen schwarz angestrichen, haben den abtrocknen lassen und haben 2 Tage abgewartet, sodass es auch wirklich ausgehärtet war. Wir haben dann die Folien stückeweise aufgetragen. Wichtig dabei ist, eine Folie zu haben, ähnlich wie diese, die sehr viel verzeiht. Es gibt also Folien, die ein sehr auffälliges Farbspiel oder Farbmuster haben, wo eben sehr schnell Fehler erkennbar sind. Diese Folien sind denkbar ungeeignet für sehr, sehr schwierige Flächen. Aus diesem Grund marmorierte Folien sind hier deutlich besser.
Hier haben wir eine marmorierte Folie, die einer Betonoptik gleicht, verwendet. Und wir haben hier einen Stoß. Wir haben hier einen Stoß. Und wir haben hier einen Stoß. Wir haben also erst einmal eine Fläche hierüber geklebt, angesetzt. Wir haben eine Fläche runterwärts angeklebt, nochmal eine Fläche runterwärts angeklebt, nochmal eine Fläche runterwärts angeklebt und unten haben wir den Querstreifen angeklebt. Und wie ihr seht, obwohl die Folie hier 1 bis 2 mm überlappt, ist nahezu nichts erkennbar. Also, zusammenfassend kann man sagen, man kann nahezu alles folieren. Die Frage ist immer, die ihr euch stellen dürft, ist, lohnt es sich? Ist es den Aufwand wert? Und was möchte ich damit erreichen? Die schwierigsten Dinge, die ihr folieren könnt, sind zum Beispiel Tischbeine, die rund sind. Runde Tischbeine haben wir auch foliert. Wir haben hier mit dem Heißluftföhn sehr, sehr viel gearbeitet, haben sie immer wieder stark über die Kanten gezogen, angepresst und nach hinten. Es ist nahezu perfekt geworden, aber eben nur nahezu. Alles, was Rundungen, tiefere Kanten hat, Einbuchtungen hat, ist sehr, sehr schwierig. Ich zeige euch nochmal eine ausgefallene Stelle an einem Tisch und dann könnt ihr relativ gut erkennen, was ich damit meine. Eine weitere Königsdisziplin ist, wenn ihr einen Tisch habt, der eine Kante benötigt und anschließend nicht nur diese Kante hat, sondern auch noch einen Innenlauf. Also die Kante geht nach innen, geht dann nach unten und will dann nach hinten fliehen. Ihr habt also rein, rüber, rein. Und hier ist es wichtig, wie ihr das lösen könnt. Die Kante umleimen, das könnt ihr schon. Um diese Innenkante zu erzeugen, geht ihr mit eurem Rakel kräftig an die Folie, drückt nach innen, fahrt nach vorne und nach hinten und erzeugt so diesen Umleimeffekt. Wenn ihr das geschafft habt, ist an sich schon alles in Butter. Damit habt ihr das Problem schon gelöst. Jetzt streift ihr nur noch nach unten und leimt dann die Klebefolie noch nach hinten um. Und schon ist auch diese schwierige Situation gelöst. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem einfachen, aber auch kurzen Tutorial aufzeigen, dass Folieren wirklich keine Meisterdisziplin ist und dass jeder folieren kann. Wir selber sind vom Folieren absolut begeistert. Das Haus, was wir hier erworben haben, war wirklich eine Müllhalde. Und wir konnten durch Folieren unsere Küche, unser Wohnzimmer, aber auch unser Schlafzimmer wieder so aufhübschen, dass kein Mensch vermuten würde, dass wir hier in ein 6.000-Euro-Haus eingezogen sind. Unser Ziel war es, das billigste Haus der Welt wieder mit den geringstmöglichsten Aufwänden aufzuhübschen, sodass man darin wie in einem kleinen Palast leben kann. Und das Folieren war ein riesengroßer Anteil von diesem Prozess des Aufhübschens. Ich hoffe, ihr habt nun etwas Antrieb bekommen, um auch selbst ein herausragender Folierer zu werden. Wir freuen uns auf das nächste Tutorial, wo wir euch wieder etwas zeigen können, das euch faszinieren wird. Also bis bald, eure Lebensabenteurer.